Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Motormania. Letzte Woche haben wir Harley Davidson behandelt, wie ihr noch seht, die alte Maschine. Hier in dieser Woche die Ausgabe British Edition. Und für die heutige Sendung habe ich mir Verstärkung geholt. Und zwar zwei ganz spezielle Race Drivers, die beide Berichte werden behandeln und testen. Da kommen wir jetzt anzufahren, meine beiden Fahrer. Guten Tag, die Herrschaften. Ja, wie ihr seht, ganz spezielles Kerl, das wir hier für euch ausgesucht haben. Es ist ein Lotus Elise 111R aus dem Jahr 2006. Es ist ein Auto mit einem quer eingebauten Mittelmotor, 192 PS, Vierzylinder. Er hat ein Leergewicht von 930 kg. Das ist ganz speziell bei der heutigen Sendung das Gewicht-Leistungsverhältnis, also 192 PS und doch weniger als 1000 kg. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zum Fahrtest und ich würde bitten, Fahrer, auf geht's! Was sind das für Bilder gewesen? Extrem eindrücklich. Es ist ein Auto zum Spass an. Die neue Elise ist noch ganz speziell, aber 2006 Modell. Ich meine, was will man noch mehr? Danke vielmals. Wir gehen weiter zu unserem nächsten Beitrag und das wären die News. Am 24. und 25. April haben im Frauenfeld zum 11. Mal die Frauenfelder Autorenntage stattgefunden. Es ist der Auftakt zur Schweizer Meisterschaft in diversen Motorsportklassen und das Ostschweizer Motorsport-Highlight zum Saisonstart. Rundum gibt es aber noch viel mehr zu sehen und den Zuschauern erwartet ein attraktives Rahmenprogramm. Motormania war natürlich vor Ort und für alle, die leider nicht dabei sein konnten, da noch ein paar Eindrücke. Wir haben das optimale Wetter ausgesucht, wieder für das Thema England. Es regnet und für euch vorbereitet der S-Type aus dem Jahr 2000. Ganz speziell 3 Liter V6 Motor mit knapp 240 PS. Und wir haben das euch näher bringen, weil es ist doch speziell. Das Auto hat schon über 170'000 km drauf und keine grossen Mängel.
keine grossen Probleme, das Auto läuft einwandfrei. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal an, wie das Auto noch von innen aussieht, weil es ist doch eine klassische englische Limousine. Ein zeitloses Auto, das einfach die Straße belebt. Gehen wir mal rein. So, wir kommen zu unserem zweiten Beitrag und wir wechseln von 4 auf 2 Räder. Bei euch haben wir vorbereitet den Triumph Street Triple R und zwar das 2010 Modell. Ganz speziell, wir haben es vorher gehabt, das Gewicht-Leistungsverhältnis. 108 PS, 167 kg, wo das Geschoss beschleunigt in 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Und ich würde sagen, wir freuen uns. Testfahrer, bitte zeig uns, was das Maschinerli kann. Jawohl! Das ist Musik! Woo! Triumph Street Triple R Special Edition. Was für ein Bild, was für eine Performance. Sie sehen wunderbar zusammen aus und ich würde sagen, das wäre es für diese Woche. Merci, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich auf nächste Woche, neue Ausgabe von Motormania. Und ich würde sagen, nochmal danke vielmals meine Fahrer und bis bald. Keep on racing.